So, meine lieben Freunde, lasst geschehen. YouTube, herzlich willkommen. Heute machen wir eine neue Runde Clash of Clans und ich will euch mal was Cooles zeigen. Ich habe hier so eine kleine App und ich habe mir ein neues Licht gekauft, nämlich das Elgato Keylight, damit mein Greenscreen hinten richtig beleuchtet wird. Jetzt ist der Greenscreen, also das Licht, gerade aus. Ich mache das mal an und jetzt guckt mal. Alter, voll, ey. Das ist voll geil. Ich habe mir jetzt so ein Licht geholt, dass ich auch abends den Greenscreen anlassen kann. Das heißt, ich habe hinter mir einfach Licht oder ja, da vor mir Licht und das strahlt dann nach hinten auf meinen Greenscreen. Und ich muss sagen, das ist echt eine bequeme Art zu leben, weil man das hier damit kann man das einfach. Kann man das einfach einstellen? Ich kann auch dieses ganz so ein helleres Licht machen, so ein weißes, so ein bläuliches oder so ein etwas dunkleres, weil das dunklere gefällt mir mehr. Aber so viel Licht brauchen wir gar nicht, zum Glück. Weil jetzt ist es ziemlich entspannt und wir machen ein paar CK-Angriffe und schau mal, dass wir unseren Season Pass da irgendwie zusammenkriegen. 1, 2, 3, 4, 5. Zeppelin müsste ich, glaube ich, selber haben, weiß ich gar nicht. Aber wir müssten das mal langsam zusammenkriegen mit unserem Season Pass, weil das dauert ja auch nicht mehr lange. Dann ist das zum Beispiel vorbei. Wir brauchen jetzt insgesamt, um hier hinzukommen. Okay, das ist Ausbildungsschub, ist wichtig noch. Aber das hier und das hier, da kommen wir heute hin. Das sind 380 Punkte. Das heißt, hier können wir nochmal, wenn wir nachher angreifen, 20 Punkte holen. Hier 240 für CK. Und hier, das machen wir auch gleich. Dann haben wir 440, 460 Punkte. Gut. So. Habe jetzt mal einen Schub angemacht auf dem anderen Account, mit dem ich spende. La 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 la. Und das Licht ist besser, das Keylight, als das hier. Ich habe sonst damals immer so ein kleines Licht gehabt. Das stand immer unten am Boden. Seht ihr das? Es hat so einen Fuß, den kann man so drehen, wie man den gerade braucht. Aber Problem ist mit dem, dass der irgendwie, keine Ahnung, das überlichtet so. Jetzt muss ich gucken, dass ich das Licht entweder zurückschicke oder ich behalte erstmal oder verkaufe, keine Ahnung. Aber es ist alles bereit zum Streamer, den ganzen Shit. 1, 2, 3. Fuck, ich habe keinen Zeppelin drinne, ne? Ich merke das gerade. Dann wird es schwer mit zwei Sternchen. Wird richtig schwer mit zwei Sternchen. Ich hab ja nicht mal ein Dings. Wartet mal. Wo ist denn das hier? Wir können ja mal einen Schub reinmachen, danach gehe ich ja eh noch mal eine Stunde farmen. So, dann werden wir nämlich hier bei der Armee einen Rouse nehmen und dann haben wir den Zeppelin drin, weil wir können ohne den Zeppelin nicht angreifen gehen, du. Das geht nicht. Aber bevor wir hier jetzt warten, können wir einmal kurz so normal angreifen. Und uns mal einen suchen, den wir auf die Schnauze hauen. Um ein bisschen Loot zu kriegen. Dreiundzwanzigtausend Gold. Wer greift denn so eine Leute an? 23.000 Gold und
und 23.000 Elixier war das oder so. Wer greift denn sowas an? Wer braucht denn sowas? Das größte Problem ist ja, dass mein Elixier fast wieder voll ist. Und der Warden pennt noch. Der geht jetzt auf 29. Und wenn der fertig ist, dann haue ich den mit einem Hammer auf 30. Und dann will ich ihm mit dem Elixier eigentlich wieder einen Schlag an Nacken geben. Und dann ist er, dann geht er schon auf, Alter, er geht schon auf Level 31. Holy Paczynski, ey. So, wir benutzen einmal das. Wir hätten gar nicht die Maschine rauslöschen sollen, ne? Wenn wir eh angreifen. Hätten wir den Shit auch mitnehmen können. Das Schöne ist, ich habe mich jetzt dazu entschieden, den anzugreifen. Weil der halt keine... Der hatte keine... nicht Adler, aber der hat halt das Haus nicht an. Der hat nur die Inferno-Türme an. Und mehr hat er nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, das wird eh ein leichtes Spiel dann, wenn so viel aus ist. Ich habe eh den Warden nicht dabei, dann ist das ganz gut. Da ist dann nicht viel Abwehr bei dem Bruder. Und dann können wir den ganz easy wegrasieren. Da ich immer recht behalte, ist das auch passiert. Ja? Ich schwöre, es passiert. So, jetzt haben wir nämlich das auch fertig. Und wir haben die ersten 3 Sterne von 2. Das passt. Die Helden sind auch immer noch putzmunter. Und die Maschine ist gleich fertig. Ich muss das mal machen, dass ich nicht immer nur die Dinger dabei habe, sondern auch mal so eine Maschine mit im Petto. Ich verlasse mich immer nur darauf, dass ich spende ja immer mit dem großen Account, aber ja, mit dem großen Account mache ich halt diese 1 Gem-Spende und mit dem anderen halt nicht. Das ist halt scheiße. So, und jetzt hätte ich nämlich auch den Zeppelin nicht machen müssen, weil jetzt habe ich ja einen Zeppelin. Opfer. Labium, du Opfer. Du Idiot. Du Opfer. So. Jetzt gucken wir mal. Ich bin die Nummer 4 und ich muss die 4 angreifen. La la la. La la la. Die könnten viele Tesla sein, ne? Er könnte aber auch hier die ganzen Tesla stehen haben. Oder hier ein paar Tesla, wer weiß. Zeppelin ist im Start, jo Bruder. Wir nehmen erstmal die Helden und gucken mal. Und gucken mal, wie weit ich hier komme. Wir machen das mal hier. Und hier einen hin. Mal gucken, wie viel wir da kaputt kriegen. Müsste eigentlich jede Menge sein. So, ich will die ganze Reihe hier so bis hierhin kaputt machen. Und dann hier die Dragons reinschicken. Weil wenn ich das schaffe, dann kann ich die Maschine hier, also hier die Drachen rüberschicken, hier Action machen und dann von hinten noch die Maschine reinpacken. Ich muss nur auf den King noch achten, wo der ist. Und jetzt hier auf die Clanburg, die released wird. Jetzt muss ich den Frost setzen. Damit dann wirklich alles kaputt gemacht wird. Dann freeze ich die Queen, dass wir die noch down kriegen. Und dann sollte das eigentlich das gewesen sein, was wir hier machen können. Hier nochmal ein Rage-Hin, weil das eh nichts mehr bringt. Der King stirbt dann auch. Der Babydrache so sah. Hey, aber wir haben unsere 2 Sterne.
Und das ist das, was wir wollten. Ja. 2 Sterne, Leute. Mehr wollten wir gar nicht. So, jetzt haben wir nämlich wieder 200 Punkte gekriegt. Dann machen wir noch diese Sterne später fertig. Das sehen wir dann aber noch in einem anderen Video. Und bis dahin bedanke ich mich erstmal. So sieht ein Durcheinandertag bei mir aus. Ja. Wenn ich nicht weiß, was ich genau machen soll. Ich danke euch erstmal fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.